Ja, hallo. Ich habe heute ein ganz besonderes Instrument, ein Einzelstück hier in der Hand. Und zwar heißt der Gitarrenbauer Alexander Voss-Schütte und lebt und arbeitet in Oldenburg. Und seine Voss-Gitars sind wirkliche Meisterwerke. Also ich habe hier ein ganz tolles Instrument. Er nennt es The Sparrow, das Modell L. Double Ohm, also ähnlich vergleichbar einer Double O Form, wie man sie kennt von anderen Firmen. Nur dies ist natürlich was Besonderes. Wir haben es hier mit ganz edlen Hölzern zu tun, wir haben es mit ganz toller Verarbeitung zu tun und es macht einfach tierisch Spaß, diese Gitarre zu spielen. Ich gebe euch mal ein paar Infos dazu. Also von den Hölzern her haben wir eine super gemaserte, feinjährige Alpenfichtendecke. Noch nicht so was Besonderes, aber schon mal ein guter Start. Wir haben Boden und Zargen aus Santos-Palisander. Ein ganz tolles, nicht nur gut klingendes Holz, sondern auch dekoratives Holz. Und was Alexander hier macht, sind so super schöne kleine Design-Einlagen hier im Mittelstreifen. Das Holz ausgesucht und auch die Bindings, die Randeinlagen macht er alle selber. In diesem Fall haben wir ein Binding aus Koa. Hier oben auf der Decke sehen wir einen Steg aus Ebenholz. Wir sehen ein Griffbrett mit Dots-Einlagen. Das Griffbrett ist aus Madagaskar. Mit Randeinlagen, mit einer Randeinfassung aus Ebenholz. Wir haben einen Cedros-Hals. Hinten belegt, wieder mit Santos-Palisander. Vorne mit Ebenholz und eine kleine Perlmutt-Einlage. Das ist ein Vogel anstatt seines Logos. Weil das Logo war für diesen schmalen Kopf wohl etwas zu groß und so ist es sehr geschmackvoll gelöst. Also eine wirklich tolle Gitarre und die einfach Spaß macht zu spielen. Schön polierten Bünde sind auch sehr ansprechend. Und jetzt tue ich mal meine Picks wieder drauf. Dass die Gitarre sehr schön zu spielen ist, habe ich schon gesagt. Aber es kommt auch eine Menge was raus. Und das ist das Positive daran. Sie hat einen schönen, erdigen, hölzernen Klang und hat unglaubliche Reserven. Man kann sie sehr leise spielen. Sie spricht sofort an, hat ein langes Sustain. Man kann aber auch so richtig reinhauen und hat eine unglaubliche Kraft dann. Ist so laut, da tun mir fast die Ohren weh, wenn ich wirklich laut spiele. Der Hals, ich habe noch nicht nachgemessen, fühlt sich an wie 45, 46 mm, sowas in diesem Bereich. Vielleicht sind es 45,5, aber auf jeden Fall. Normalerweise 46er Hälse, fühlt sich gleich sehr, sehr vertraut an. Und Gitarre klingt auch übers ganze Griffbrett gut. Wie gesagt, es ist eine handgebaute Gitarre, wo wirklich alles mit der Hand gebaut ist. Und jetzt muss ich sagen, vom Preis her liegt die Gitarre bei 3.600 Euro, was finde ich ein sehr, sehr angemessener Preis ist, eher noch niedrig. Natürlich wird sich jetzt der eine oder andere fragen, ja, es gibt auch schon Gitarren für 600 Euro oder 700 Euro, die funktionieren auch und klingen auch gut. Das ist richtig. Wer so eine Gitarre haben möchte, eine chinesische Gitarre, wo der Kumpel in China vielleicht für einen Stundenlohn von 50 Cent arbeitet, der kann eine Gitarre bekommen, die funktioniert. Aber wer jetzt ein Einzelstück haben möchte mit ausgesuchten Hölzern, der greift auf sowas zurück. Und qualitativ ist die Gitarre absolut hochwertig. Und bei uns im Shop ist
genau diese Gitarre vorrätig. Es gibt keine zweite. Wer eine zweite haben will, muss sie sich bestellen bei Voss Guitars in Oldenburg. Diese Gitarre, wie gesagt, als Einzelstück bei uns im Laden für 3.600 Euro. Zum Antesten bereit. Was ich noch ganz vergessen habe, so Kleinigkeiten wie Waverly-Mechaniken. Wenn man die kauft, kosten allein diese Mechaniken im Einkauf 200 Euro. Muss man mal bedenken bei der Auswahl der Hölzer und was das alles wert ist. Und wenn ich bedenke, wie lange der Kumpel dran sitzt, so eine Gitarre zu bauen, also ich schätze mal 120 bis 150 Stunden, dann mag man sich fragen, ist 3.600 Euro nicht viel zu billig? Ich lasse die Frage mal offen und hoffe, ihr kommt mal vorbei in Osnabrück, testet diese Gitarre an. Ihr könnt natürlich auch direkt nach Oldenburg fahren. Dort hat Alexander Voss Schütte seine Werkstatt. Ihr könnt auch da seine Gitarren testen. Bei uns ist diese, wie gesagt, steht diese zum Verkauf. Und dies ist die Gitarre des Monats.